So, okay, weiter geht's mit dem Feuerwehrsimulator, Berufsfeuerwehrsimulator, wie auch immer. Ja. Gut, wie soll das Auto waschen gehen? Das wurde uns gesagt. Die Frage ist, wo geht's um das Auto waschen gehen? Ich hätte jetzt natürlich Bock gehabt, das irgendwie, keine Ahnung, kurz mit dem Schlauch abzuspritzen oder sonst irgendwas. So, um mal zu siffeln. Hier können wir tatsächlich nichts holen, okay. Gut, wir haben wieder Fahrzeug Nummer 1. Oh, ja, das sieht ein bisschen. So, wir können die theoretisch aufmachen, alles. Machen wir nicht. Gut, wir sollten Autos waschen gehen. Dann machen wir das doch. Ach, okay, ja. Also, einmal das. Die Frage ist, Tankstelle wahrscheinlich. Weil ich wieder einen Einsatz kriegen. So. So, da ist ein Rand. Das ist wahrscheinlich auch eine Tankstelle. Das heißt, ich fahre hier rechts. Genau. Und warum du hier mitten auf der Straße stehst, ist dein eigenes Geheimnis. Gut, da fahre ich jetzt durch. Wir haben so viele Einsätze gemacht gestern. Ich hoffe, dass jetzt nichts Großes kommt. Ja, genau. Autos fahren durch uns durch und Schilder stoppen uns. Alles klar. Gut, die Giftfässer, die haben wir gestern noch ein bisschen ignoriert. Weil die Zelle abgelaufen ist, wie auch immer. Aber egal. Gut, dann gehen wir jetzt trotzdem ins Auto waschen. Ich denke, dass wir das. Okay, so eine sich in der Waschanlage machen können. Denn links mit dem komischen Schlauch, der da rumlief. Das Wasserschlauch, was das war. Warte mal, das muss ich nachher aus. Ich hoffe, dass sie jetzt irgendwie eine Waschanlage haben hier. Scheinbar nicht. Okay, dann haben wir das auch. Oh, warte mal. Ich gucke mich mal gerade hier ein bisschen um. Den tanken wir sie nicht. Also, diese Tankstelle hat keinen. Da, dann verstehe ich auch, wofür das Ding da ist. Fällt mir gerade ein. Moment. So viel zum Thema dazu. Jetzt können wir natürlich noch einen Einsatz reinkriegen. Geht auch schon wieder voll los hier. Ich meine, spielerisch macht es ja laut, sagen wir es mal so. Mal gucken, ob wir mit dem nächsten. Ich finde, wir kommen eh nicht dazu, heute irgendwie was zu machen. Einen großen. So, das ist auch wieder irgendwo eine Tankstelle, also ist das sehr, sehr wichtig. Warum du mich auf einmal jetzt rechts schickst, verstehe ich nicht. Aber hier geht's geradeaus weiter. Und da geht's lang. Linke Seite. So. Das muss ja hier irgendwo sein. Das ist hier irgendwo auf der rechten Seite. Mit der Maus ist denn. Was ist denn, was geht denn hier? Das ist hier hinter drin in diesem komischen Bereich hier, oder was? Hat hier ein Friedhof? Oder was ist das? Ich muss mich gerade noch orientieren. Wo brennt denn das hier? Mal alles gucken. So, dann nehmen wir einen Feuerlöscher. So, es wird wahrscheinlich hier nur ein kleiner Brand sein. Ich guck mal gerade nach. Ja, hier so eine Gartenlaube, oder was? Naja, auch nicht. Was ist denn hier? Herzhaft? So, das muss ja hier irgendwo sein, oder nicht? Was soll das denn, das scheiß Feuer? Ich hör's doch gerade. Ach, hier. Eine Bank. Okay. Es brennt dann einfach mal eine Bank rum. So. Gut. Okay. Dann zurück zum Auto. Und dann haben wir das auch. Warte mal.
Leck mich da am Arsch. Wo ist das Ding hier? Okay. Können wir das Auto so löschen? Nee, sollte man nicht. Sollte nicht mit Feuerlöscher da irgendwie. So. Gut. Ich weiß nicht, was das bedeutet, diese komische Lampe da. Ob wir dafür jetzt. Sind wir eingeteilt? Ja, wir sind eingeteilt, oder? Ich meine, ich würde das Auto gerne mal. So. Ich würde das Auto. Ich vermute, dass das halt, wie gesagt, dieser Wasserstoff, mit dem wir da so rumgespritzt haben, dass der eigentlich dafür gedacht ist. Oder gedacht war, das Auto sauber zu machen. Dann müssen wir das auf jeden Fall noch machen. Das hat uns unser El Capitano da aufgegeben. So, vertiefe ich jetzt hier. Weiß es nicht. Alter Licht. Ich weiß nicht, was hier das ist. Manchmal ist es doch vielleicht sogar besser, so ein Tunnel zu spielen. So, fahren wir. Gut, dann fahren wir zurück. Moment. Einsatzbefehl, okay. Ich würde in der Nähe des Schrottplatzes ist da irgendwas ausgebrochen. Okay. Wir kommen nicht zurück zu mir. In der Nähe des Schrottplatzes ist das ausgebrochen. Das heißt, am. Sag mal. Fährst du mal nicht durch den Feuerwehrwagen, Kollege? So. Ha. Ich werde gerade beworfen von hinten. Entschuldigung, ich wurde abgelenkt. Ha! Das scheint hier so ein bisschen die Haupteinnahmequelle dieser Stadt zu sein. Entschuldigung, ich muss brandlöschen. So. Also, wie weit ist denn das da, ja? Das heißt, wir fahren jetzt hier. Moment, das geht ganz einfach. Oh. Ich weiß, wo man da. Upsi. Aber das Auto ist sauber. Oh, Scheiße. Ich habe einfach irgendwas Graues gesagt. Okay, das kann irgendwie eine Straße sein, aber das war dann. Irgendwie der doch nicht der Fall. Upsi. So. Kriege ich jetzt ein neues Auto oder haben sie die Karre irgendwie aus dem See geholt? Okay. Ja, natürlich nicht. Das ist lauter Dreck. Ich habe das Ding im Wasser versenkt. Oh. Ich habe die Karre im Wasser versenkt und trotzdem. Ja, das Auto ist immer nur dreckig. Ja gut, wenn es im See geschwommen ist. Aber wie gesagt, ich probiere das jetzt mal aus, ob das dieses komische. Dieser komische Schlauch, der hier an der Wand hing. Also dafür da ist die Autos Auto sauber zu machen. Das könnte es natürlich auch sein. Moment. Was ist denn? Der war doch hier, ne? Ja. So, nehmen wir das mal mit. Ernsthaft?
Was soll der Scheiß eigentlich? Ach so, ich kann das auch anders machen. Ich setze das Auto einfach hier rein. Was soll der Piste? Weißt du, es ist kein Schlauch da, aber er ist zu lang, er ist zu kurz. Naja, probieren wir es mal. Jetzt haben wir das Ding mal da in die Waschanlage, wie auch immer. Hallo? Nicht durch das... Gehst du mal nicht durchs Tor? Ich vermute echt, dass das hier sowas ist. Ah! Okay, dann machen wir mal das Auto sauber. Das ist wirklich so ein Saubermachding, okay. Das ist gut zu wissen. So. Hier noch ein bisschen. Machen wir hier vorne noch sauber. So, dann machen wir das hier sauber. Herrlich. Ja gut. Was macht der Kerl da? Jetzt das Spiel mit dem Pantomim? Nee, Tabusa, ja, du hast was ähnliches. Oh Gott, Alter, was sind das für Leute hier? Alter, das ist eine Feuerwehr, die kann man nicht mal ernst machen nehmen. Feuerwehr, immer die ganze Zeit diese Karre. Na gut, wir müssen am nächsten Level aufstehen, wir müssen 1000 Punkte erreichen, ne? Ich fürchte, dass unsere Punkte besetzt werden, wenn wir eh. Wenn wir irgendwie failen oder so. Oh Gott, das kann nur lange dauern, bis wir 1000 Punkte zusammenkriegen. Ich habe jetzt 0 oder so. War nicht insgesamt. So, jetzt müssen wir das mal so Auto sauber machen. Das ist immer das Wichtigste. So. Gut. Haben wir jetzt alles sauber oder sieht das immer noch. Dreckig aus, okay. Alter, läufst du mal nicht durch mein Auto? So. Gut. Auto ist wieder sauber. So, Tor ist so noch. So. Gut, dann wären wir ja fast wieder bereit für den nächsten Einsatz. Ich muss mal kurz gucken. Vom alten Leuchtturm wurde ein Alarm gemeldet. Der alte Leuchtturm ist da oben. Naja, probieren wir es. Wir sollen mal rechts fahren. Naja. Dann fahren wir mal zum alten Leuchtturm. Da ist irgendwas gemeldet. Da brennt wahrscheinlich wieder eine Mülltonne. Es juckt ja sonst kein, außer mich. Ist wahrscheinlich so die Azubi-Arbeit oder so. Die kleinen Brände löschen. Die Mülltonnen brennen oder so. Die richtig großen. Das kriegen dann die Angestellten. Okay, auf dem Rückweg dürfen wir nicht vergessen zu tanken. Schon einen halben Tank weg. Vor allem diese Zwischengespräche, die versteht man auch nicht, diese Zwischenfunkgespräche.
dann kann ich hier lang fahren. Ja. Dann links. Und dann eigentlich fast nur geradeaus. Hier rechts muss das irgendwo sein. Warte mal. Kann ich hier rechts rumfahren? Ja, da ist halt die Leuchtturm. Perfekt. So, die Frage ist, was brennt hier? Schon wieder so ein Mülleimer oder so. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ganz da oben irgendwo brennt. Ne, ich höre es doch schon. Was ist denn? Irgendwo hier oben war das. Moment. Oder hier hinter oder so. Da, bei der Mülltonne. Hm. Bitte melde den Einsatz jetzt ab. Ja, wie zur Hölle melde ich den scheiß Einsatz ab? Das wäre einfach mal gut zu wissen. Ist das wirklich diese eine Tasse? Jetzt immer wieder in eine Steuerung geben würde ich. Eins ist abgemeldet, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ernsthaft nicht. So, jetzt kann ich wieder zurück zur Wache, aber ich komme wahrscheinlich nicht so bis dahin. Ja, ich komme die nächste rein. Also Florian hat Lunchhaus zwischen Felix Winkler und Peterstuhl. Das haben wir doch schon gestern gehabt. Eine leichte Rauchentwicklung. Weißt du, das sind immer so am Arsch der Welt. Das sind so ewig lange Strecken, weißt du? Mit 3 Minuten Zeit, okay. Punkt. Schild. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich wollte nur tanken. Nur 3 Minuten irgendwas. Weißt du was? Scheiß auf den Brand. Ich tanke jetzt. So. So, kann ich jetzt irgendwie hier... Da. Wer war das hier? Hallo. Jetzt. Da hinten brennt die Welt ab, aber ich tanke erstmal mein Auto voll. So. Tank ist voll. Und Auto. Und Einsatz geht weiter. Ich weiß nicht, wofür der Steuerkreuz da unten ist. Ich habe ja gar kein Dings gesehen. Ich hätte tatsächlich doch mal das Tutorial machen müssen. Moment. Scheiße. Schlechte Idee, jetzt Feuerwehrfahrer sich zu verfahren. So, dann müssen wir jetzt hier rechts.
Genau, das war ja die Landstraße da. Was hat denn da letztens gebrannt? Keine Ahnung. Und was war das denn? Was ist denn das hier? Ist das nicht die komische Hecke gewesen? Ja, hier ist das. Komische Heuballen oder Brenn oder was auch immer das war. So. Wir haben ja Zeit. So. So, bitte mit den Einsatz ab. Okay. Hey, ich hab kurz keine Ahnung. Ach so, das ist so ein Geigerzähler, so zum. Also das Ding nicht irgendwie um was ich kontaminiert ist. Okay. Gut zu wissen. So. Jetzt möchte ich aber gerne bitte zurück zur Wache. Es kommt wahrscheinlich jetzt eh gleich der nächste Brand rein. Doch. So. Okay. Die Frage ist, wann ist sie offiziell rum, die Schicht? So, ich muss jetzt wahrscheinlich hier rechts als nächstes. Ich will eigentlich gerne unsere Wache zurück. Ich will den Alter wirklich jetzt abgeben. Die Karre wahrscheinlich hier. Ja. Ich werde kurz vor der Feuerwache kommt noch ein Einsatz rein. Hundertprozentig. So, hier ist er jetzt da. Das heißt, wir können jetzt hier links. So, okay. So. Guck mal, es sitzt aber nicht mal ein Fahrer drin. Wofür auch? So. So. Okay, wie muss ich jetzt den Einsatz zurückgeben? Dir oder was? Nee. Ja. Bist du? Auch keiner. So, ich würde den Einsatz. Ah, leck mich doch. Kommt der nächste Einsatz rein? Nee. Ich krieg's gerade. Ja, ja, ich weiß, dass der nächste reinkommt. So, Tür geht auf. Und Einsatz. Aber die Frage ist, wo? Der wäre mehr Stress als sonst was, ja? Weil hier sieht man, ah, da hinten ist es irgendwo, okay. So, okay, dann fahren wir da jetzt hin. Okay, das müsste jetzt eigentlich nochmal hier auf der rechten Seite sein, wo der komische Hydrant ist.
vielleicht wieder so eine Mülltonne oder so. Irgendwas Kleines. Da. Das ist eine Parkbank, die einfach so mal eben in der Stadt rumsteht und brennt. Okay. Wir nehmen wieder einen Feuerlöscher. Gut. Okay, dann können wir jetzt. Zup, zup. Gut. Dann fahren wir jetzt wieder zurück. Entgegen. Na gut, das wird dem passiert nicht passieren. Wahrscheinlich, wenn er mit uns durchfährt. So, 400 Punkte. Wie viel wir mittlerweile? Bei 1000 Punkte brauchen wir, um weiter aufzusteigen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einsetzen oder ohne Ende fahren, um die 1000 Punkte voll zu machen. Warum du hier mitten auf der Straße stehst, verstehst du? Okay, warte mal. Halt. Diesmal nicht in den See. Den haben wir schon mal mitgenommen. So. So. Am Alter bin ich von einem Namen gemeldet. Es wurde von einem Passant gemeldet, dass hier Fässer illegal deponiert wurden. Das heißt, das sind diese wieder diese Fässer. Also schauen wir die, also die Einsätze dieselben immer. Machen wir so. Es sind auch schon andere Einsatzkräfte unterwegs diesmal. Gut, die Wache liegt jetzt eh quasi auf dem Weg. Aber wir müssen ja fahren. Ab da! Geh weg! Okay, es sind einige Einsatzkräfte, Fahrzeuge unterwegs. Einsatzfahrzeuge unterwegs. Da vorne ist der Konvoi. Alter. So fahrt ihr so langsam. So, die Frage ist, wo? Hier oben oder was? Ich frage jetzt, wo fahren die lang? Oh Gott. Ich habe schon wieder irgendwas gesehen, was mir nicht gefällt. Ach so, okay. Ich habe nichts gesagt, der hat den Container abgeladen. Ich bin mir jetzt, Alter, jetzt glitschen die Dinger hier in der Stadt rum. So, okay, dann gucken wir uns mal die Fässer an. Die Frage ist, wo stehen die, wo liegen die? Okay, Information. Wo ist jetzt der Roboter des Einsatzmessfahrzeugs? Nehmen wir eine Probe der Austretung für sich als Analyse. Wo ist das Sphinx-Ding? Habe ich mein Auto gestellt? Hier. Da, wo es blinkt und... Gut, dann nehmen wir den Roboter. Das ist der hier. Ach so, die Frage ist, wo sind diese scheiß Fässer, ne? Hier. Sind die hier drin oder wo? Hä? Was weiß ich, wo die sein sollen. Ja, das habe ich schon soweit verstanden. Das ist, die Frage ist, wohin? Ah, ich habe ein Fass 1, Fass 2, Fass 3. Ah, da oben sieht ein Fass. Okay.
Da sind die Fässer. Okay, muss ich jetzt irgendwie. Wie mache ich das jetzt? Was zur Hölle ist das? Alter, was ist das für ein Spiel? So. Okay. Ah, ich habe eine Probe der Substanz genommen. Okay. Okay, gut zu wissen. So, was soll ich machen? Bin nach dem Proben im Kumpel eines Fahrzeugs analysieren. Bei mir oder was im Fahrzeug? Oder muss ich da hinten jetzt hin? Warte mal, ich glaube, der Container, der hat nämlich irgendwie was damit zu tun. Oder? Kann ich den? Oder muss ich. Ne, ich muss nicht zu meinem Fahrzeug, ich muss mal in so einem. Ich glaube, ich muss in dem Container da oben. Oder? Clean up. Okay, keine Ahnung. So ein Kontaminierungscontainer oder muss ich das jetzt wirklich zum eigenen Fahrzeug bringen? Hier. Willst du was haben? Ja. Alter, da steht die regungslos in der Gegend rum. Und hier läuft hier Flüssigkeiten aus. Okay, da fahren wir wieder zurück zum eigenen Fahrzeug. Alter, was ist das für ein Spiel? Naja. Gut, dass wir ja Zeit ohne Ende haben jetzt mittlerweile. So. Okay, was mache ich jetzt damit? Eine Probe zurück zum Fahrzeug, lade den Roboter wieder ein. Danach kannst du die Probe im Covid im Einsatz Messfahrzeug analysieren. Okay. Ich meine, ich habe den Computer jetzt ja eingehauen. So, warte mal. Muss ich den Roboter jetzt wieder ausladen heute? Das ist irgendwo noch ein Fass oder so? Oder bin ich jetzt einfach schlichtweg zu blöd? Ich befürchte, dass das Spiel einfach nicht raffe gerade. Und wir müssen ja Einsatzmessfahrzeug analysieren, ja. Aber. Keine Ahnung. Naja, wir fahren das Ding mal rein. Dann fahren wir das Fahrzeug. Danach kannst du die Probe analysieren. So, wir sollen die einladen. Und kann ich jetzt irgendwas machen mit dem Ding? Ah, ich kann's. Das muss einmal ja was mal gesagt werden. So, jetzt muss man kommen. Der hat gesagt, dass es sich hierbei lediglich um Farbreste handelt. Damit kann der Inhalt gefahren ist abgewogen werden. Hol auf den Pumpenbehälter aus dem Wechsellader und positioniert ihn dann vor dem Undichtbehälter, um die Flüssigkeit abzupumpen. Okay, gut zu wissen. Gut. Oh, ist das kompliziert. Der Wechsellader ist hundertprozentig dieses Ding hier. So, dann müssen wir jetzt irgendwas jetzt finden, womit wir das abpumpen können, oder? Flüssigkeit, Flüssigkeit, irgendwas mit abpumpen. Warte mal. Ah, hier.
Okay, dann müssen wir jetzt den Behälter finden. So, jetzt muss ich wieder die scheiß Behälter. Ah, da vorne her. Okay, wunderbar. Gut, dann ist die Farbe jetzt. Dann sind die Fassbürste komplett abgepumpt, bringen den gefüllten Behälter und zum Abflussbad zurück in den Wechsellader. Alles klar. Das kriegen wir doch mal hin. So. Gut. Okay, dann schauen wir den wieder rein. Ne, tun wir nicht. Tun wir den wieder rein. Oh. Alles klar. Und damit machen wir das Ding zu. Und damit müssten wir eigentlich auch. So. Ja, habe ich doch gemacht gerade, oder nicht? Bring das Ding in den Wechsellader zurück, um den Einsatz zu beenden. Eigentlich theoretisch haben wir ihn ja beendet jetzt. Oder nicht? So. Ja. Was hat sich gerade gemacht? Oh. Warte mal. Tür zu. Und dann kann man das Ding wieder hochladen. Okay, nee, wir können was aufmachen. Wir machen die Dinge wieder zu. Theoretisch müssen wir jetzt fertig sein, oder nicht? Was willst du jetzt von mir? Willst du irgendwas? Nee, du willst. Meiner Meinung nach ist der Einsatz jetzt beendet, oder nicht? Oder ist sie nicht beendet? So, theoretisch, ja. Gut. Dann sollen wir wieder da rein und ja, machen das Ding halt zu. Schlichtweg. Punkt. Also wenn ich ehrlich bin, wir sind fertig. So, meiner Meinung nach. Da kann man nämlich das Audio zumachen und abhauen, oder nicht? Bup. Klappe zu, Affe tot. So, oder nicht? Ich weiß es halt nicht, ne? So. Gut, dann fahren wir zurück. Weil eigentlich würde ich, wie gesagt, ich würde sagen, es. Spontan. Ach, das sind die Florian 2, 3, okay. Das sind gar nicht fast 1, 2, 3, sondern die Fahrzeugnummern. Gut zu wissen. So. Gut zu wissen. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Gut. Wir können jetzt auch die Einheiten, anderen Einheiten zurück. Und ich bin jetzt eigentlich fertig mit mir. Oder nicht? Ja, habe ich doch gemacht, oder nicht? Hä? So, ich will jetzt hin. Wo ist unser. Hallo? Was ist denn unser unser komischer Heini da? Aber die zwischen die Gespräche hatten noch nicht. Hä? Baum. So, reicht's mir ja. Soweit jetzt fertig. So, hier hat da. Okay. Oder sind das hier, sehen die alle so aus? Ja. Schlafräume. Hab ich jetzt plötzlich scheiß Einsatz beenden? Schauen wir schon. Oh, Leute. Ich weiß es nicht. Ernsthaft.
Die Punkte, da würde ich gerne halt abgeben, ne? Die habe ich ja alle abgearbeitet. Die Fahrzeuge stehen ja da vorne noch alle rum, oder nicht? Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ach Gott, ey. Dieses Verarschen, diesen scheiß Behälter. Jetzt muss ich den auch noch zurückbringen, den Ansatzbändigen. Eieiei. Dieses Spiel manchmal. Gut, dann bringen wir den so zurück. Türchen auf. Behälter rein. Also Aufgaben gewesen, wenn abgemeldet werden und alle Ansatzkräfte können wieder zurück. Es sagt der Geschichte, es ist beendet. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Boah, was für eine Scheiße. Okay, Feierabend.